Hi, willkommen zu einer neuen Folge Code Vein. Wir müssen in Nullbezirk hier noch den Boss besiegen. Dann haben wir hier alles erledigt. Ich bin gespannt, wer es ist. Ah! Das hat ja nicht lang gedauert, bis sie den recyceln. Da kann ich ja mal feststellen, ob das in der letzten Folge Luck war, dass ich den besiegt habe in First Try. Oder ob er tatsächlich nicht so schwer ist. Okay, ich mache mich schneller. Fuck, das war zu gierig. Nein! Ja, okay. Hat wieder in First Drive funktioniert. Oh, da gibt König einen Wolfram. Das heißt, das kann man farmen. Nice! Jetzt haben wir eine Möglichkeit, das zu fahren. Muss man zwar immer hier diesen Boss für erledigen, aber gut. Alles klar. Dann können wir ein Level-Up machen. Und dann würde ich mal sagen, gucke ich mal kurz, ob es neue NPC-Missionen gibt. Und wenn nicht, gehen wir ins aktuelle Hauptgebiet. Okay, gleich im ersten Gebiet gibt es anscheinend was. Unser Händler ist mit Ausrufezeichen markiert. Und ja, der sieht irgendwie nicht gut aus. Lost had me surrounded back there. I managed to get away, but... Ja, nice! Okay, die geben nicht viel Dunst. Ja, ich kann sie auch relativ schnell erledigen. Das stimmt auch. Ja, die kann ich zum Beispiel one-shotten. Ja, ja. Wir müssen unseren Kumpel retten. Wahrscheinlich kommt zum Abschluss noch ein Dicker. Ist das der da hinten? Ja. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Das war ja... Ja. Die Gegner sind diesem Gebiet halt, glaube ich, angepasst, ne? So, wir nehmen die ganzen Splitter auf jeden Fall mit. Und von dir kriegen wir hoffentlich was als Belohnung. Sorry to cause you trouble again. I guess the medicine I was carrying attracted the lost for some reason. It's supposed to enhance a revenant's strength, but I've got no business using it. I think you might make better use of this, so take it as a token of my gratitude. Ja, was gibst du mir? Oh, WG-Meister 117. Nett. Okay, es gibt keine weiteren NPC-Missionen. Nur der eine im allerersten Gebiet, den wir gerade gerettet haben. So, und hier teilt sich der Weg. Hi, mein Freund. Hä? Was ist hinter mir los? Io macht das schon. Oh, wow, 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 wow! Wie viele? Alter, wie viel Dunst kriegt man hier? Und was haben wir hier? Eine Tür, die wahrscheinlich nicht aufgeht, ne? Von dieser Seite nicht zu öffnen. Das klingt sehr nach Shortcut. Aber hier haben wir es anscheinend mit ein bisschen größeren Gegnergruppen zu tun.
Okay, die kann man von hier oben überraschen. Ich bin mal vorsichtig. Das sieht immer so aus, als ob das Spiel darauf aus ist, dich in Unterzahl zu bringen. Oh, Schatz. Warum hat der so einen gigantischen Schild? Okay, die hätte ich per Hinterhalt mir holen können. Das ist gerade schlecht. Genau, ich wollte mir die schnappen. Damit wir den schon mal separieren hier können. Zack, 100.000. Also ich habe, glaube ich, 6 Feinde oder so nur erledigt. Steht er auf? Ja, ne? Und wir haben schon fast ein Level-Up erreicht. Okay, der gibt jetzt nicht so viel, aber diese fetten Ritter geben 14.000. Und das könnte wieder was werden, wo ich ein bisschen umherirre. Es gibt viele Abzweigungen. Alles nur für ein chemisches Licht. Den ganzen Aufwand hier. Okay. Wir nehmen mal zuerst die Abzweigung hier. Könnte vielleicht irgendwas mit der Tür zu tun haben. Oder wir landen in einer... Was ist hier gerade los? Wo kommt er denn jetzt auf einmal weg? Er hat den Wolfram auf jeden Fall verteidigt. Das ist schon eher ein Preis, der verteidigungswürdig ist. Nicht so wie chemisches Licht. Okay. Aber ich frage mich, ob wir jetzt... What? Okay. Ich habe mich ultra verjagt. Okay, sie ist auch durchgekommen. Sehr gut. Hä? Was war das? Achso, sie hat sich geheilt. Entzugaktivator? Der steht auf, hundertprozentig. Er wollte erst nicht. Erst nachdem ich ihn gehauen habe. Did you find something good? Es geht. Apropos. Ich habe hier reichlich von diesem Zeug hier, ne? Gewährt unabhängig von Blue God den Besitz des Paralysenetz. Weil dass ich immer wieder ins Inventar neu muss, ätzt mich ein bisschen an. Schwächenaufbau. Wiedergängerdolch, was immer das sein mag. Vielleicht kriegen wir ja was Nützliches. Was wir als passive Fähigkeit nutzen können. Und Verlangsamungsnetz. Okay. Dann ist mal die Frage, was will ich entfernen? Erhöht Stärke und Geschick entfernen wir auf keinen Fall. Erhöht maximale LP auch nicht. Eine verbesserte Version von Klingentanz, die die Angriffskraft erhöht, wenn du gegnerisch an. Okay. Polster können wir austauschen. Was haben wir denn neu bekommen hier? Wiedergänger. Wirft ein Messer das Eco-Gewehr, wenn es... Das ist scheiße. Erhöht Waffenschaden bei Feinden, die mit Status... Okay, auch nicht so geil. Wo sind denn die anderen Dinger? Schwächenaufbau. Erhöht den Aufbau von Schwächen beim Gegner. Kann ich auch nicht so wirklich nutzen. Parade, cleveres Ausweichen. Und das andere sind aktive Fähigkeiten, so wie das aussieht. Tollkühne... Heiliges Opfer, tödliche Woge, Blutschutz, Verlangsamungsnetz. Wirf Eco ab, um eine Falle zu erschaffen. Die Feinde, die sind hier... Okay, nicht so geil. Flammenwaffe habe ich hier jetzt auch. Feuert ein Projektil, das dein Ziel paralysiert. Das wird, glaube ich, nicht gegen Bosse funktionieren. Ja, okay. Erstmal gut. So, wie komme ich da ran? Von hier, ne? Ja. Yeah.
So, duftende Kräuter. Das kann ich auch wieder jemanden schenken. Oh, fuck. Ja, der Hund hat mich eingeschüchtert. Ich hätte super leicht hinter den kommen können. Ah, er macht zwei Hiebe, der Sack. Er macht zwei Hiebe. Und was ist hier? Nichts! Nicht mal ein Item. Nicht mal ein dummes Item. Okay. Aber das ist der Shortcut. Ein Shortcut. Ich frage mich, was auf der anderen Seite ist. Ist da der NPC? Quatsch. Hier geht's weiter. Das ist auch wieder ein Shortcut. Wir machen erstmal die linke Seite, Leute. Ich habe auch noch nichts gefunden, was Karte, Mistel oder was weiß ich. Also könnten wir hier vielleicht etwas länger sein. Heading there now. Die Frage ist halt, welchen Weg man zuerst gehen sollte. Ja, der steht auf. Und das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden. Wenn das wirklich das letzte Gebiet sein sollte, möchte ich auch eine Herausforderung haben. Okay, das ist ein Shortcut wieder. Weil die Gebiete an sich so, sie sind, kann man eigentlich relativ gut spielen. Mittlerweile, wo ich das Spiel ein bisschen besser intus habe. Ganz am Anfang war das ja noch ein bisschen kniffliger bei mir. Aber im Endeffekt sind die Bosse die Challenges, so wie es auch sein sollte. So. Was? Wir sind doch jetzt in einer Sackgasse, oder sehe ich das verkehrt? Hä? Okay, meine Frage scheint sich schon zu beantworten. Hier ist eine Leiter. Wo ist denn das? Das ist da, okay. Ja, hier komme ich ja safe nicht weiter. Das ist Sackgasse. Was mich ein bisschen irritiert, weil hier nichts ist. Aber das soll wohl Shortcut einfach nur sein. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder hoch. Okay, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass wir rechts müssen. Ich habe eben, als ich mich hier hingesetzt habe, wieder den Mister nicht ausgegeben. Ich mache das nie, ey! Wisst ihr, woran das liegt? Es ist noch nichts Schlimmes passiert. Ich müsste einmal richtig gepunished werden dafür, dass ich es mir merke. Dass ich den Dunst verliere. Okay, die stehen alle nicht auf. Finde ich merkwürdig. Talentbeschleuniger, aha. Hier haben wir den nächsten Shortcut. Also das mit der Leiter finde ich ein bisschen suspekt. Oh, okay. Da kommen welche. Ja, es war ein netter Versuch, mein Freund. Aber nicht mit mir. Oh, das sind drei. Oh, meine Ausdauer war alle. Hä? Warum steht der jetzt auf einmal? Ich bin tot. Danke, Io. Wo kommen die ganzen Typen weg? Ja, tolles Workout. Aber wo kommen die jetzt auf alle auf einmal weg? What the hell? Auf einmal waren hier 10.000 Typen.
Nicht so, Leute, nicht so. Aha. Wenn man geradeaus durchgelaufen wäre, wäre der safe einen in den Rücken gekommen. Der wäre aufgestanden und einen hinterhergedackelt. Ich kenne doch meine Pappenheimer mittlerweile. Okay. Wir gehen erstmal hier rechts hoch. Ist wahrscheinlich nur für ein Item, ne? Für das Item? Der steht auf, hundertprozentig. Könnt ihr mir nicht erzählen, wenn ich das Item nehme, wird der sich bewegen, oder? Okay. Ich kenne das Spiel anscheinend doch nicht so gut. Ich habe damit safe gerechnet. Was? Das Spiel muss damit aufhören. Das ist nicht... Nein! Spiel, please. Diese scheiß Tentakel, Alter. Könnte das vielleicht... Nee, das ist ein anderer Ort. Ich hätte vielleicht gedacht, dass das die Leiter ist, aber nee, das ist woanders. Alter! Woher soll ich das riechen? Muss ich bei jeder fucking Wand jetzt überprüfen, ob da solche fucking Tentakeln rauskommen? Oh fuck. Das war nicht gut. Ich hab mich volle Möhre erwischt. Okay. Wie weit bin ich eigentlich von diesem NPC weg? Der ist hier in der Nähe. Bewacht ihr den? Was macht der? Hat er sich gerade geboostet? Ja, lass mal die Kleinen hier hinkommen. Die hau ich schnell weg. Okay, gut. Also die eine Abzweigung da eben habe ich schon bemerkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte einmal Richtung NPC gehen. Weil mir das wichtig erscheint. Schalldämpfer. Okay. Wer bist du? Hold on. Am I hallucinating? There are still revenants that can move around in this chaos. I don't know what outfit you're with, but can you help me gather some important documents? Silva is beginning to frenzy, and the effect is causing all the revenants nearby to lose themselves. I'm human, so I don't have to worry about joining the Lost. But fleeing here was the best I could do. So, if you could bring me any documents you come across, I'd really appreciate it. Okay. Drei Stück. Was mich ein bisschen nervt ist, seine Position hier ist kein Shortcut, Mistel oder sonst was. Das heißt, ich muss mich immer durch diese scheiß Monster durchkämpfen. Hi. So, hier waren die scheiß Tentakeln. Stand hier innen nicht so ein Dicker noch drin? Königin-Titan? Oder war der hier nebenan? Er war nebenan, okay. Ja, so schlecht ist er. Hallo? Was ist da gerade passiert? Kamera? Er ist tot. Das ist, was zählt. So, wozu habe ich das gemacht? Hier ist kein Item. Es ist nur der Dicke hier drin gewesen. Hm.
Da sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Die schießen, ne? Als ob der mich getroffen hat. Ja, hast du gut gemacht, Io. Ich kann dich nur loben. Weiteres Titan. Also wer zu wenig Titan hat, hier wird er auf jeden Fall fündig. Der steht doch auf, oder? Nee, hinter mir passiert was. Ihr seid ganz schön feige Bastarde. Wisst ihr das? Aber in dem Gebiet geizen sie aber mit Shortcuts und Misten richtig. Kann das sein? Oh nein. Okay, der dreht um. Ich wollte doch wegrollen! Uiuiui. Ui, ui. Also langsam wird's eng, was meine Heilungssteine angeht. Und ich habe nichts gefunden. Kein Shortcut. Kein Mist. Gar nichts. Ja, das ist der nächste Heilungsstein. Ui, die droppen das. Nett. What's that doing there? Ah. Apropos Shortcut. Quatsch, das ist kein Shortcut. Wo führt mich das hin? Aber es könnte in der Nähe... Ah, Moment. Das könnte ein Shortcut sein. Das ist in der Nähe von der Tür. Karte gibt's auch. Okay. Ich mach mal erstmal noch weiter. 40%, hm. Das eine Ding wird mir auf jeden Fall angezeigt. Noch hier. Noch mehr Königin Wolfram. Also das finde ich cool an dem Spiel, dass man mehr als eine Waffe, deutlich mehr als eine Waffe plus 10 machen kann. Also wenn man sich nicht so entscheidungsfreudig ist, voll cool. In Bloodborne zum Beispiel gibt es nur ein, um was auf plus 10 zu machen. Beziehungsweise wenn man DLC mit einrechnet, zwei, aber... Das ist auch nicht so der Hit, ne? Du musst dich halt früh auf was connecten. Das finde ich super stark an dem Spiel. Okay, da haben wir das erste Ding von ihnen, von drei. Und wo gehe ich hier hin? Was ist hinter mir los, vor allem? Also hier gibt es auch eine Tür. Das ist ein neuer Shortcut. Also ich bin total
ein bisschen überfordert auch, wo ich eigentlich hin soll. Weil da habe ich auch noch einen kleinen Zwischengang nicht benutzt, so wie das aussieht. Ich bin hier gleich runtergegangen, das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Deswegen habe ich mich auch nicht am Mistel hingesetzt, damit hier nicht alles auf einmal wieder da ist. Ah! Versteckt. Steht der auf? Ist von auszugehen. Ich kenne doch mein Spiel. Zeichen der Ehre! Das ist gut. Diese Dinger sind super selten. Man kann die farmen. Hier geht's auch lang. Alter. Ja, das ist mit dem Shortcut hier verbunden, ja. Das kann ich dann erstmal auslassen. Zeichen der Ehre. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Das braucht man für eine Trophäe. 200, um genau zu sein. Das ist, glaube ich, das zweite, was ich jetzt gefunden habe. Ja. Die werde ich irgendwann farmen müssen, wenn ich Platin haben möchte. Kann man aber, glaube ich, gut in den Tiefen machen. Wenn ich das richtig gehört habe. Ah, hier ist auch Sackgasse. Das heißt, man muss da lang, wo ich eben war. Karte, Lehrbezirk. Ist unten einer aufgetaucht? Oder warum? Okay. Bam! Gut, dann haben wir den Shortcut hier aktiviert. Ich will mal sagen, wir gehen zum Mistel zurück. Weil... ja, wir müssen ja dann an... da die Leiter hoch und dann links. Andere Wege gab es, glaube ich, nicht. Ich check das mal kurz noch. Bevor ich wieder die Welt resette. Da müssen wir halt lang, da links. Und hier gab es sonst keine Schwierigkeiten. Ich gehe mal zu... ja, da war ich. Genau. Ich gehe mal kurz zu den Typen zurück noch. Weil jetzt sind ja die ganzen Gegner hier eliminiert. Und das heißt, es gibt kein Problem, dass ich zu ihnen komme. Dokumente sollten sein. Let's see. You found documents on Boar parasite compatibility. Back then, we needed cooperation from Revenants with high compatibility more than anything. Around that time, we got a report about a girl whose compatibility was off the charts. Her name was Cruz Silva, Gregorio Silva's daughter. The person who would later... bitte was? Silva is a parent. No parent would want their child to be the subject of an experiment. But Cruz was adamant. She wanted to save people, and so she volunteered for the research. Her compatibility made everything go smoothly, and many advances that were made still help us today. But then she frenzied. Silva ist der Vater von Cruz? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow, 400.000 können wir ausgeben. Dürfen 3 Level up sein. Oh, ich habe ein Geschenk. Brot, Pfannkuchen. Alles klar, Leute. Dann hoffe ich, dass es euch heute gefallen hat. Lasst doch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal.